Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer in Train Driver 2. Ich habe eine neue Station hier gefunden und zwar ist es Klokovice? Ich sag's garantiert falsch. Aber ja, das ist ein netter Bauernhof hier. Wir haben hier zwei Perrons und also sprich könnten eigentlich hier drei Züge hier halten. Hier zwei und auf der anderen Seite noch einer. Und haben da hinten noch Abstellungen. Wir gehen mal ganz kurz da nach hinten. Die zwei Gleise und unser eigentliches Stellwerk bzw. Arbeitsplatz wäre da hinten in weiter Ferne. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Ja, da mal mit FL frei. So, wunderbar. Das ist unser Heim. Naja, nicht sehr viel los hier. Da glaube ich, war mal ein mechanisches Stellwerk. Vor langer, langer Zeit. Und haben hier einen guten Ausblick. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob man das von hier sieht. Genau, da haben wir hier eine Strecke, die geht dann nicht elektrifiziert nach hinten. Da ist irgendwie, ja, Güterumschlag da hinten. Man könnte da ein bisschen ankuppeln. Ja, soweit mal zu dem. Ich glaube mal, das sollte recht stressfrei sein hier drin. Mal gucken. Fahrplan habe ich bis jetzt noch nichts gekriegt. Gehen wir mal hier raus. Ja. Aber ich habe auch gerade erst gestartet. Ja, da haben wir sogar eine Gleissperre hier drin. Nichts mit einfach so rausfahren. Okay, was haben wir denn als Kammerposition? Also einerseits hier drin, dann hier vorne beim Bahnhof. Also nur hier drin. Okay, komisch, dass er da vorher so hin und her gegangen ist. Hauptgebäude hier. Ja, nicht sehr viel los hier. War nette Warteräume. Die ich sogar drunter stellen kann, wenn es mal schiffen sollte. Hier die Hauptstraße. Ah, cool. Ich sehe es gerade. Dieser Übergang geht noch über die Straße drüber. Das ist natürlich praktisch. Ich kann gerade mal gucken, ob wir da auch rauf dürfen. Oh, nice. Da hinten die Stadt. Cool. Das heißt, wenn wir es mal so hier hinstellen, dann haben wir hier einen super Überblick, wenn hier Zug reinrauscht, wenn es rausrauscht. Okay, aber ich glaube, wir werden uns doch hier unten hinstellen. Die Ansicht ein bisschen geiler, je nachdem, wer dann reinkommt. Okay, dieses Mal kann ich euch auch mal das SWDR 4 zeigen, wie das so aussieht. Dazu wechsle ich mal ganz kurz den Screen. Und das ist so quasi jetzt das Assistenzsystem, was ich im Hintergrund nutze. Das habt ihr beim letzten Mal nicht gesehen. Da wären jetzt hier die Züge, die bei mir durchfahren würden oder anhalten würden. Hier wird es noch ein drin, das ist von meinem Vorgänger. Aber da kann ich mir hier zum Beispiel den Fahrplan angucken, wo er denn gerade ist. Hat eine Verspätung, Verfrühung. In dem Fall eine Verfrühung. Und aus was für der Komposition er besteht. Ja, war nicht mal so cool. Interessant. Von der Nummer her ist kein Intercity. Ist ein Regio. Ist ein Regio Express. Ja, ist ein Regio Express. Und da würde ich dann halt hier Notizen reinschreiben und könnte da einen Fahrplan auch löschen, wenn es denn sein muss. Ich kann hier einen neuen Fahrplan machen. Das kann man sich natürlich hier auf Deutsch übersetzen lassen. Und er schickt ihm das dann. Und dann habe ich hier die Streckenblöcke, die was ich jetzt in der SCS-Software aber verbinden kann. Oder ihr macht es halt manuell halt dann hier. Würde ich aus wohin und sage verbinden und gibt dann Fahrstraße frei. Und dann habe ich hier den Chat. Da kann ich mit den ganzen Fahrdienstleitern schreiben, beziehungsweise PMen, wie es aussieht mit dem Streckenblock, dann Systemmeldungen. Wann zuletzt jemand entgleist ist oder über S eingefahren ist, die ganzen Züge, die unterwegs sind, sind doch ein paar. Und natürlich die ganzen Stationen, die jetzt hier aktiv sind. Unter anderem hier meine. Und ich habe gesagt, ich bin bis 13 Uhr da. Das ist eine ganze halbe Stunde, da werden wir vermutlich kaum was kriegen. Ja, so werde ich hier sagen. Wir sind hier bis 14 Uhr da. Tschüss. Und dann kommt auch hier die Statusmeldung, das sind dann auch die anderen. Dann könnte es ganz gut sein, dass wir da was kriegen. Eventuell lasse ich ja mal jemanden hier spawnen und mache dann für den einen Fahrplan. Aber ich würde sagen, wir gehen mal wieder zurück ins Spiel.
Okay, jetzt müsste eigentlich jeden Moment einmal passieren, dass Alexandro anfragen wird wegen einem Streckenblock. Denn der Intercity, der hier als erstes kommt, der hat die Abfahrt um 6:40 Uhr, das ist jetzt gleich mal. Und dann bin ich der Nächste, wo er dann durchfahrt. Und so wie dann er den Streckenblock anfragt, 46 auf 51, der ist nicht lange unterwegs, werde ich Oniki anfragen. 15:04 Uhr, ich darf das schon mal voreinschreiben. Ist der Track. Dann kann ich hier bei Oniki, mal schauen, wer das macht. Oniki. Da, ja. Private Nachricht. Ich muss aber noch nicht abschicken. Er speichert das jetzt nämlich. Und dann warten wir, bis er dann da ist. Das müsste jetzt echt jeden Moment dann sein. Von BR nach MG heißt SCS. Er kommt dann von da rein und dann da durch. Aber das kann ich jetzt noch nicht stellen, solange das noch nicht blockiert worden ist. Jetzt ist 42. Müsste jetzt wirklich erst jeden Moment sein. Mal schauen, ob er so nett ist und mich vorher fragt oder ob es einfach reserviert. Ist okay, wenn er es einfach reserviert, weil ich bin eh frei. Aber nach Vorschrift müsst ihr mich fragen. Und da haben wir eine Anfrage. Aber nicht die, die ich erwartet habe. Beriti Kamieski, das ist... Lass mal ganz kurz schauen. Das dürfte theoretisch der Güterzug sein mit Verfrühung. Zeig's euch mal. Da, der hier dürfte der sein, weil da kommt als erstes von der Station. Okay, und da kommt die nächste Anfrage. Alles klar. Wir gehen mal wieder ins Spiel für euch. Bitte live sehen. Und dann werden wir hier schon mal die Strecke für den Eckbord. Sehr gut. Und jetzt frage ich bei Oniki nach. Wo ist er? Okay, also ich zeige es gerade mal nicht, weil ich es halt nur hin und her schreiben. 04. Reagiert. Der Güterzug ist losgefahren. Dann geben wir auch dem mal kurz die Einfahrt. Und Oniki hat gesagt, ist frei. Oniki OP brauchen wir da. Auswählen. Oniki OP. Bitte wir. Sehr gut. Und geben ihm dann die Ausfahrt. So, und der Güterzug, der will noch Sroka. Sroka, da müssen wir kurz die Nummer da kopieren. Das wäre für Sroka 828282. Mal da mal an, in Sroka. Kann ich das mal kurz zeigen? Tüdle. Und noch, wie ist es denn? Ist der Track 34 8280. Tschüss. Wird dann hier drin und da sitzt er. Oh, Niki hat gesagt, ist gut. Hoffen wir, das ist der. Das ist jetzt bitte auf Glauben. Und er sagt, es ist frei. Cool. Also bei dem bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich der ist. Ich hoffe, dass es der ist. Gut. Cool. Ja, gehen wir mal wieder ins Spiel rein. Und dann werden wir gleich sehen, wer sich da melden wird. Und ich werde mal im SCS hier schon mal Sroka reintun.
Und zwar Sroka AN brauche ich in dem Fall. Gut. Ja, ich frage jetzt noch nicht an. Ich will erst sehen, wenn er da ist. Oder mache ich auf Risiko? Einmal einschalten, bitte. Danke. Und akzeptiert. Cool, jetzt wäre es gleich spaßig. Jetzt, wenn wir hier einen Intercity drin haben und einen Güterzug auf einmal. Geplante Ankunft 1:50 vom Intercity, 8:50 vom Güterzug und dann kommt der nächste um 13:07 und um 13:35 hier bei mir. Spannend, spannend, spannend. Und jetzt ist der Güterzug. Cool. Gerade durch. So, da, Vita. Entry. Wunderbar. Da freut er sich bestimmt. Da ist der Intercity. Und ihm geben wir es auch mal. 1504, Entry, Exit. Cool. Ich schon mal die ersten beiden. Gebt euch schon mal Daumen nach oben für beide. Und dann muss ich hier im SWDR dann nur die Zeiten eintragen, wann sie effektiv da sind. Damit die nächsten Fahrdienstleiter wissen, was Sache ist. Aber die müssen erstmal auftauchen. Wir bleiben jetzt mal genau in der Ansicht. Wenn wir Glück haben, dann sind die beide gerade zeitgleich hier am Bahnsteig. Kurz in OBS gucken, ob er es auch richtig aufzeichnet. Ja. Cool. Nicht, dass ich wieder den SWDR zeige und im Ingame eigentlich was mache. Ich sag's euch, das ist da anstrengend. Aufnahme machen und noch Fahrdienstleiter sein. Also ich überlege mir das nochmal, ob ich das beim mechanischen Stellwerk mache. Ich habe da heute mal Testbetrieb gehabt und da konnte ich unmöglich nebenbei da wirklich viel für die Aufnahme quatschen. Für das war ich viel zu angespannt. So, und da ist der Intercity. Wir hören schon mal, da müsste jeden Moment da sein. Und da ist er. Cool, Zeiten für den sind eingetragen. Und das andere Schloss geht auf. Sehr gut. Da ist der Güterzug. Cool. Trag bei dem jetzt auch gerade die Zeiten ein. Einmal so. Und einmal so. Cool. So, jetzt haben wir mal ganz kurz Pause. Und ciao. Ich mach jetzt mal. Super. Hat ihn gefreut. Cool. Aber was ist das für Benutzername? Kühlju 2. Kühlju. Aber den habe ich schon mal gesehen. Okay. Cool, der nächste. Gehen wir mal ganz kurz ins SWDR kurz rein. Im Browser. So, da. So, jetzt
wenn die sogar hinterlegt, dann habe ich die Zeiten quasi. Oh, Google nervt mich. Habe ich die Zeiten eintragen. Als nächstes kommt jetzt er hier. Bist du? Du bist da so einer. Alles klar. Und du bist. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte nur den Zeitplan sehen. Der ist ein Triebwagen hier. Schaut, dass er hier keine Grafik hat. Und geplant die Ankunft 13.07 Uhr. Jetzt ist 12.52 Uhr. Schauen wir mal, was ist denn da vor mir? Psari. Ist schon abgefahren? Ja. Okay. In Berity Kamilski bleibt er stehen um 13 Uhr. Also rechne ich dann, dass er dann. Ja, jetzt um 13 Uhr, jetzt dann in. Ja, nicht ganz 5 Minuten plus Winners dann die Anfrage kommt für ihn. Und dann bleibt er bei mir erstmal 4 Minuten stehen. Das heißt, ich gebe ihm da das Signal nicht. Jetzt für die Anfrage. Achso, na, das war jetzt nur, dass sich die Sperre aufgelöst hat. Okay. Dahinter sieht man jetzt jeden Moment verschwinden. Coole Sache. Ja, läuft erstmal. Cool. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder ins Spiel rein. Und kommen dann wieder, wenn hier wieder was Spannendes passiert. Zum Beispiel jetzt. Achso, na, das war wieder das Auflösen. Hey, ich sag's euch, jedes Mal, wenn diese Klingel da abgeht, oh, da zuckt's mich. Was ja auch gut ist, damit du heute dein Pens und dass du weißt, okay, da war eh gerade irgendwas Wichtiges. Aber ja, okay, also, Cut für euch. Ah, da gibt's wieder was zu machen. Haben wir angenommen. Das ist jetzt der Verity, das ist der Mr. Skytrick. Der bleibt hier für mindestens 4 Minuten stehen. Das ist gerade seht. Das ist er hier der Erste. Sim ist er da und dann fährt er nach Arcadia Trio 2012. Irgendwas. Und ja, dann haben wir noch Onike, der bleibt hier auch stehen. Gehen wir mal wieder in das Spiel rein. Und dann werde ich ihm schon mal die Vorstraße hier reinlegen. Dann ist die schon erledigt. Okay. Könnt ihr natürlich auch erst dann machen, wenn der bei euch in der Szenerie überhaupt angekommen ist. Wie gesagt. Und jetzt habe ich gerade noch einen Fahrer dazu gekriegt. Alles klar, der Ulox kommt um 13.18 Uhr an. Okay. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Gab eine kleine Änderung gerade. Nummer hier 3. Regio Güter. An der Stellen hier. Ankunft 7, 18.35. Also nach ihm haben wir ein bisschen Luft, aber nicht lang. Bleiben aber alle hier für 2 Minuten stehen. 11 nach 18.35. Okay. Ist der schon abgefahren? Nö. Der hat noch nicht mal das Ausfahrsignal gestellt. Kann der abfahren? Mal gucken. Uhr. Jetzt dann. Eine Minute. Okay. Immer mit dem Spiel. Zeig mir eine schöne Funktion von OBS, dass er automatisch die Szene wechselt, je nachdem, in welchem Programm ich gerade drin bin. Das wäre super nice. Ja, vielleicht gibt es sogar ein Plugin. Mal kurz gucken. Was je nachdem, wo das Fokus drauf ist. Vergiss ich das nämlich hin und her schalten nicht. So. Parallel schaue ich jetzt mal kurz, wer in Arcadia ist. Ich mache mal jetzt gerade eine Notiz von der Zugnummer. Oh, was ist denn jetzt? Hetman ist. Bitte was? Da
Das war jetzt gerade falsch. Hetman ist von MG, kommt der dann. Ja, du musst erst mal warten. Du bist noch nicht geplant, dass du jetzt kommst. Okay. Arcadia. So, ich wollte die Nummer notieren. 6, 7, 1, 3, 2, was da kommt. Warte mal, Mr. Arcadia. Der Pokerpool 112. Block 3, 4, 6, 7, 1, 3, 2, 3. Die Abfahrt ist 11. Aber ja, das hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass er da auf der falschen Spur aufmachen will. Der Schlingel da. Nö, nö, nö. Das macht man nicht. Also ich hätte ihn theoretisch annehmen können. Dann hätte ich ihn auf Gleis 4 runterlassen. Gehen. Hätte ihn dann oben wieder rausgeschickt. Das ist aber doof. Und wenn er schon falsch kommt, dann hätte ich dann gerne mal eine Nachricht, dass er den falsch schickt. Okay, war nicht für mich. Ausgefahren ist er. Also wenn er dann da ist, dann frage ich Arcadia an. Und dann ist er mich gerade hinterher. 18 nach. Kommt, spannend, spannend, spannend. Ah, jetzt habe ich da gerade noch einen gekriegt, das haben wir einen Intercity, 46 noch. Da kommt aus Arcadia der Michael Winter. Was? 13,27 jetzt noch wieder einer reinklatscht. Dr. Plager 0. Jetzt wird's voll hier. Okay. Krieg mal hin, hat Luft dazwischen. Die zwei beinahe knapp. Die kommen von anderen Richtungen hier. Er macht aber sein Ende. Cool. Aber wenn der von MG kommt, sein Ende macht und da ist jemand entgleist, dann schickt man ihn höchstwahrscheinlich auf Perron 4. Oh, und da ist er. Der Mr. Skytrick. Zeit. Okay, frage ich mal bei Arcadia noch. Level 12, da ist schon ein bisschen rumgefahren. Ah, komm, gib mir eine Antwort. Sonst habt ihr es jetzt gerade mal live, dass er hier warten muss und ich keine Fahrstraße kriege. Aber nur schauen, ob ich es auswählen kann. Arcadia, ja, kann ich. Bei Arcadia trotz 2012. Noch mal gerade probieren. Und zwar ES. Es müsste frei sein. Entschuldigt. Ja, den bei mir schon mal.
Block ist aufgelöst. Der nächste da hinten. Okay, Arcadia ist frei, das heißt, ich kann ihm das schon mal geben. Arcadia, und zwar auf IS. Noise. Warte mal, sperren. So, und der andere kommt von Hermanis. Kauft um 18. Ja, der muss erstmal warten. Weil ich könnte ihn dann woanders gleich schicken. Cool. Ausfahrt hat er, wenn er will. Was ist denn jetzt eigentlich? So, und der andere hat jetzt auch schon Ausfahrt gestellt, aber noch nicht losgefahren. Idealerweise zischt er dann gerade weg, dann lassen wir den anderen hier rein. Runtergehen. Denn hingelaufen? Ah, jetzt ist wieder der Lok. Moin, moin. Da bin ich schon unterwegs. Zweimal Intercity. War fragt uns jetzt etwas, das für genaue Wagen sind. Für das kenne ich mich da hier drin. Zu wenig aus. Ein bisschen reinlesen hier. Bin ich aber super, dass er jetzt wirklich nach Fahrplan wartet. Eigentlich erstmal ein bisschen nach hinten gehen. Schauen wir mal, was er da stehen hat. Was bist du? Zweite Klasse Abteilwagen. Du bist erste Klasse Abteilwagen. Zweite Klasse Abteil, so wie es aussieht. Hier ebenfalls. Und dann haben wir hier wieder Intercity stehen. Okay. Interessanter Mix. Ich schon so lange nicht mehr einen Abteilwagen, der hier oder ein Abteil drin gewesen so. So, der andere ist losgefahren. Der wird dann bei mir gleich auf was Rotes treffen. Wenn er hier nicht die Fliege macht. Ja, ich glaube, ich lasse ihn halt wirklich auf Rot auflaufen. Wir hätten schon gern hier auf Gleis 1. Naja, und der Sitz ist jetzt wieder weg. Naja, normal. Fahrpläne ändern sich hier recht schnell. Oder verschwinden. Was wir halt echt ein Auge hier immer auf SWDR haben. Abgeht. So, eine Minute noch.
Jetzt ist 10 nach. Fahr jetzt, fahr jetzt, fahr jetzt! Werde ich aber nervös hier. Bitte sag mir nicht, dass du da einen Fehler hast oder so. Das ist jetzt mal schon ein paar Mal passiert. Dass die Leute wieder nicht abfahren können. Erinnert mich daran, dass ich nach wie vor das Tutorial für die Uno 7 und Konsorten machen muss, damit ihr mit denen auch fahren könnt. Und Abfahrt, weg ist er. Ihm hat es gefreut. Immer noch positives Rating. So, und wenn er jetzt dann hier gleich draußen ist, dann kann ich die Fahrstraße für den anderen Collision machen. Aber für ihn hier. Ulox. Triebwagen. 2 Minuten Halt. Ist er. Das ist noch blockiert. Komm, verschneller. Ah, jetzt ist frei. Ist ja auch noch ein Junger. Mein Gott. Könnte mir nicht mal einen Durchflug geben, weil ja 67132 ist jetzt gerade blockiert. Dürfte nicht mehr lang dauern. 244. Mal schauen, ob er hier vorne beim Haltemarker sauber anhält. Oder ob er irgendwo mittig anhält. Und ob die Lichter stimmen. Ich glaube, hierfür, wenn wir uns mal ein bisschen anders dispositionieren hier. Geiles Deutsch von mir. Begeistert und stellt uns so hin. Damit er sich auch ja nicht beobachtet fühlt. Geplante Ankunft. 13.14 und 13.20 Abfahrt. Und frei ist es. Also 13.20 Abfahrt. Und da ist der Alarm, dass der Block aufgelöst ist. 13.13 haben wir noch ein bisschen. Ja, 13 Personen halt. Jetzt sind wir gemein. Und lassen ihn mal ein bisschen warten. Muss sich an seinen Fahrplan halten. Aber hier gucken wir die Verfrühung. Wo hat er denn die her? Der ist doch schon zu früh losgefahren. Du Schlingel, du. Alles klar. Nö, nö, nö. Du wirst hier warten. Aber was ist jetzt? Achso. Das war jetzt gerade der Block von dem jungen Herrn, der da gerade reingefahren ist. Der war langsam unterwegs hier. Und wieder einer entgleist. Passiert hier nur echt oft. So, jetzt müsste gleich da sein, wenn es nach SCS geht.
Ja, das mit schneller reinfahren, das ist immer noch. Ich soll trotzdem einen Daumen nach oben. Ich weiß, ich bin ja manchmal nicht besser. Vor allem mit der. Oh, wer nervt jetzt? Der Reti! Der endet hier. Das ist der Dr. Plaga. Okay, den werden wir dann aufs Abstellgleis schicken. Ha, tja, da hast du aber falsch gehalten. Ich glaube hier nicht, dass hier Metertafeln hat. So, dann aber mal an seiner Ausfahrt. Der muss noch Peru RÜ. Aber erst um 20. Und aktivieren. 4 Minuten muss er hier noch stehen bleiben. So. Wow, Zeit ist eingetragen. Wer ist bis auf den richtigen Screen? Ja, bist du. Was er sich jetzt wohl gerade denkt. Beziehungsweise, ich kann es ihm eigentlich geben. So, der andere hat jetzt auch schon seine Ausfahrt. Jetzt wäre ich mal jetzt zu früh los. Haut's auch ihn an, der fährt zu früh los. Okay. Du Schlingel, du. Nein. Okay, wir werden uns mal strategisch. Oh, wann das hinstellen? Du kriegst das leider für mich kein Ton nach oben. Wir müssen mal wieder hier hin, denn der Kollege, der hier aufhört. Wir schauen, ja. Mal hier reinschicken. Auf das Gleis da. Damit ihr das auch seht, das ist dann er hier. Um 27, theoretisch ist er da. Das ist ein Triebwagen. Ja, den lassen wir hier rein, weil dann blockiert er hier mal meine Hauptstrecke nicht. Aber noch die anderen drei Kollegen hier. Zwei kommen noch aus der Richtung, wo wir jetzt gerade schauen. In Richtung. So, okay. Dann werden wir jetzt hier mal die Fahrstraße vorbereiten. Wenn es noch zu früh ist. Also ich erwarte jetzt nichts von der Richtung. Erst um 1:40 wieder, jetzt ist 19, also passiert sehr lange nichts mehr. Okay, also einmal von da. Nach da, bitteschön. Da war. Dann soll sonst nichts passieren. Dann war ich jetzt ganz froh. Vielleicht soll das mal angewöhnen, dass ich das erst mache, wenn der auf der Szenerie ist. Andererseits kann er dann halt schon durchfahren und hat dann grünes Licht und sieht schon. Ja, spätestens wenn er abgefahren ist. So, jetzt wie rot. Und weg ist er. Tschüss, Kowski. Und da landet, dass der Block weg ist.
Okay, dann würde ich sagen, gibt es mal wieder einen kleinen Cut, bis wieder was Aufregendes passiert. So, da, Dr. Plager ist da. Sag mal, hallo. Das ist auch ein neuer. Wir schicken den neuen zu den neuen. Okay. Eigentlich mal F2 drücken. Coole Sache, der endet hier. 76 da hinten? Ich glaube, ich muss die Strecke hier mal fahren. Ich dachte, hier wäre 100. Ah, egal. Interessant. Jetzt habe ich einen Fahrplan gekriegt. Ohne Fahrer. Aber schaut's mal. Fahrer ist weg bei dem hier. Er sagt auch nicht, dass er online ist. Ich gehe mal davon aus, der wird dann wieder verschwinden. Und dann haben wir hier einen, der ist viel zu früh dran. Das wird spaßig. Und der nächste ist dann der Toya. Das ist ein, das wollen wir mal gucken. Na, wieder ein Triebwagen. Okay. Gehen wir wieder zurück ins Spiel. 58. Ach so, na, der wird natürlich jetzt eine Beschränkung kriegen. Weil er ja da vorne einmal Gleise wechseln muss. Eigentlich, wenn wir schnell genug sein, können wir uns das anschauen. Beziehungsweise, wir gehen ins Stellwerk. Ja. Oh, mal nichts sehen. Cool, 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 cool. Gehen wir hier mal raus. So. Wäre gern einmal hier. Dann kicken wir uns das mal hier so an. Und hier so reinfahren. Theoretisch. Wir könnten uns eigentlich hier so hinstellen. So. Eine gute Aussicht. Hoffentlich kommt jetzt kein anderer rein. Nächste kommt erst um 34 planmäßig und hat eine Minute Verfrühung jetzt gerade. Schauen, ob das so bleibt. SCS, was sagst du? Nein, ich sehe noch nicht. Also, ja, sehe ich schon. Aber nicht, dass er jetzt da vorne im Block wäre. Und da war der Block aufgelöst. Wir haben gerade mal positives Rating. Da ist er ja. Hello, go lazy. Ah, mit den roten bist du unterwegs. Okay. Naja, schaut, dass es ein bisschen ruckelt. Und die Lichter hinten sind auch gut. Ja, das ist doch schön. Aber dass das jetzt nicht sehr viel bringt. Das ist sogar mal offen. Los. Warte, dass wir ihn gut bewertet haben. Und SWTR, geben wir ihm jetzt die aktuelle Ankunftszeit. Und speichern. Dann ist er für mich erledigt. Doch noch die Türen auf. Naja. Und er findet es auch super. Cool. No. Okay, nö. Hätte noch sein können, dass er nochmal einen Löwe haben will. Ich mach das ja gern mal.
Okay. So, dann gehen wir nochmal in Vorplan rein, was wir da Spannendes haben. Also er kommt von links. Ist gerade der Fahrer aufgetaucht. Okay. Warte mal gucken. Triebwagen. Der wird jetzt spät abfahren, hat er wieder reingefahren. Okay, Abfahrt um 7:30 Uhr. Da werden wir hier mal. Und da kommt auch schon die Anfrage. So, gehen wir ins Spiel, damit ihr das auch seht. Orki. Doch Orniki will der. Cool. Das heißt. Ausfahrt ist schon gestellt. Gehen wir nach da vorne hin. Mal gerade sein Anhalten wieder raten. Ja, die W32 Haltemarkierung hat es hier nicht. Nö, auch da hinten nicht. Das heißt, in dem Fall musst du bis zum Ende des Bahnsteigs fahren, beziehungsweise zu der Tafel da hinten mit dem weißen Kreuz drauf. Da, zweimal. Das heißt, wir stellen uns mal so hin. Wenn reinkommt und der ist losgefahren. Gut, dann gehen wir mal die Einfahrt. Ihara. Und dann Oniki. 37. Frage ich dann an, wenn er dann hier ist. Da habe ich gerade eine Chat-Nachricht gekriegt. Aber die ist nicht für mich. Okay. Also wenn dieses Düdüdü kommt, dann ist es entweder so eine private Nachricht oder einer der Lokführer macht die Message an uns. Das geht nämlich auch. Wieder warten angesagt. Also ich für mich lass doch mal quatschen. Alter, da ist gerade jemand, der macht gerade 3 Szenarien. Also manche sind hier schon hart drauf. Mir reicht eine schon. nee. Okay, und der nächste entgleist. Ist einer, der bei mir gewesen ist? Nö. Das ist keiner, der bei mir gewesen ist. So, jetzt habe ich einen Kontext verloren. Was soll ich jetzt sagen? Cool. Wieder abgelenkt. So, nochmal zum Gucken. Ist Oniki theoretisch frei? Oniki und ich brauche Oniki WM. Das ist theoretisch frei. Schon wieder eine Nachricht. Was ist mit euch? Naja, da wird gerade wegen einem Intercity 1504 diskutiert. Weil da wohl die Station offline ist. Schauen wir mal, der ist eh bei uns gewesen. Fahrplan. Zeig's euch mal. Ist bis jetzt eigentlich ganz gut durchgefahren. Also der verschwindet dann. Wenn der seinen Lauf beendet hat, so lange bleibt er halt bei mir drin, ist aber halt grau. Dass ich ihn halt nicht mehr bearbeiten muss. Geh mal wieder ins Spiel rein. Der Kollege sollte jetzt gleich mal kommen. War 30, jetzt ist 32. Das heißt, in jeder Minute dann. Und hoffentlich habe ich es dann irgendwann mal geschafft, dass ich immer aufgelevelt bin, dass ich diese L-Tafel nicht mehr habe. Nachricht 15:04. Aber so ist es als Fahrdienstleiter hier drin. Ständig klingelt irgendwo irgendwas. Da ist er. Cool.
Oh, Niki, stellen wir mal ein. Das sagen wir mal hier wie Tom. Oh, Niki WM. Ich konnte es gar nicht stellen. Ist noch blockiert. Und wieder ein Geist. So, da löst sich der Block auf. Das nochmal. Orniki WM. Da kriege ich die Meldung. Falls du gerade die Line brauchst, selectest du das currently connected to another route. Okay. Dann fangen wir mal Oniki an. 3-1-2-0-5. So, dann gehen wir mal in die Zeiten hier. Pünktlich um 35 da. Parallel habe ich jetzt mal Oniki geschrieben, wie es aussieht. Cool, jetzt ist frei. Vorplan, Oniki WM. Ich kann das nicht verbinden. Tada, jetzt habe ich die Fahrt gekriegt. Hat ein bisschen Übung hier. Wunderbar, dann habe ich ihn jetzt da pünktlich losgeschickt. 37 Abfahrt, 37 ist es. Kriegt er von mir natürlich wieder einen Daumen nach oben. Selbstverständlich. Und sagen dann schon mal ciao. So, da kommt jetzt ein Zug von Orniki. Orniki WM. Und das ist ein Güterzug, der fährt weiter nach Klebus zu. Habe ich das? Um 48 soll der dann da sein. Ich zeige euch das auch mal wieder. Der Kollege da. Das sieht noch spannender aus von den Wagen hier. 766 Tonnen. Was? Der ist bis jetzt immer gut durchgekommen.
Schauen wir mal, ob das so bleibt beim Güterzug. wo ist jetzt da ein guter Platz zum Trainspotten? Wo stellen wir uns denn da hin? Wir stellen uns. Gehen wir noch ein bisschen weiter nach hinten. Irgendwo hier hin so. Ja, ich glaube, das ist gut so. 48 Ausfahrt. 8 Minuten. Da werde ich anfragen. Wieder 663129. Hi, 129. Fragezeichen. In Glebos so. Haben wir den? Mal kurz gucken. Oh, bitte sagt mir jetzt nicht, dass die Station offline ist. Da. Der Mickey Marcel, Level 7. Habe ich mal das jetzt schon mal gespeichert, den Text? Wenn er dann da ist, mal die Frage abschicken. So, 20 Minuten Dienst habe ich noch. Hat mir gerade das System informiert. Finde ich voll super. Theoretisch, wenn der. Ja, ne, die 20 Minuten mache ich durch. Ich weiß nicht, ob ich euch die ganzen 20 Minuten noch geben werde. Je nachdem, ob noch was Spannendes passiert. Aber zumindest den letzten Zug zeige ich euch noch. So, erstmal der Plan. Und irgendwann einmal machen wir hier mal wirklich einen Livestream draus. Dann könnt ihr auch wirklich reingehen und dann. Jetzt wieder mal spawnen, schicke euch dann weg und so. Weg ist er, sind wir wieder alleine. Cool. So, da ist er ja. Level 3. Nächste Stellwerk angebracht wegen der Straße. Bin ich mal echt gespannt. Ich hoffe, ich kann ihm grünes Licht geben. Und Route ist frei. Und der geht nach. Lebos Zoo. TD2 Pool. Lebos Zoo. BR. Und scharf schalten. Coole Sache. Machen wir ihn da. And exit. Dann hat er gleich mal gute Laune. Schon mal Daumen nach oben. Das Berox 2020. Ja, und dann habe ich eigentlich nur noch einen Zug gemäß Fahrplan. Das ist dann der. Mich? Nö. Okay. Unterschiedliche Töne, das wäre schon was. Junge, ich habe sie doch gesagt. Telefonieren ist besser mit dem Handy. Kannst du doch ein paar Mal machen, aber wird nicht besser hier. Und da hat sich der Block aufgelöst. Oh, da ist er ja. Gut, das ging jetzt schnell. Blättchen weiß. Es ist auch ein langer Zug hier. Ich glaube, mit dem Wagen muss ich auch mal fahren. Die sehen cool aus. So, habe ich einen Chat noch nicht gekriegt. Acht. Acht, 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 zwei, neun.
Dude is free for him. Der erste, der mich jetzt mal angefragt, ob die Strecke bei mir frei ist. Cool, kommt jetzt gleich mal die Anfrage. 8829. So, bei dem anderen mache ich gerade noch schnell die Uhrzeiten. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Irgendwas ist da mit 88829. Jetzt müssen wir mal ganz kurz einen Schnitt machen. Gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Gab eine kleine Verwirrung im SWDR4. Denn der Zug 88829. Dessen Station ist irgendwie offline, der ist jetzt irgendwie im Offline-Bereich und hat dann uns angepingt, wo er jetzt hin kann oder zu mir kann, ob ich da frei bin, und ich habe das voll nicht geschnallt, dass die Anfrage das an mich gegangen ist. Also hier so. Und ja, jetzt habe ich dann gerade mit einem anderen Fahrdienstleiter geredet, der gerade Deutsch kann. Und der hat mir gerade erklärt, nee, der fährt aus dem Off jetzt in meine Szene rein. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Und ja, bis es dann weitergeht. Spannend. Hatte ich jetzt noch nie. Und da ist er auch da. Ja, dann immer eben doch mal hier die Einfahrt. Super. Sehe ich jetzt auch mal, wie das ist, wenn er aus dem Off kommt. Der sollte eigentlich um 50 da sein. Das war vor 4 Minuten. Und im SWDR geht es wieder voll ab. Aber mit einem ganz anderen Thema. Nicht mein Zug. So, den schickt man nach Ocon Glowny. Kommt jetzt nochmal Chat-Nachricht. Okay, alles klar. Ja. Ocon Glowny NW brauche ich. Oder der Fahrzeiten eintragen, 5 Minuten. Oder eine interessante Komposition, was du da hast. Oh, schöne Diesel-Lok. Gute Sache. Ja, fährst du jetzt auf Plan weg oder nicht? Und er fährt weg. So, liebe Leute.
Das war der letzte Zug. Ich glaube nicht, dass in den nächsten 4 Minuten was reinkommt. Und den ist gut. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie gesagt, die Aufnahme ist jetzt komplett durchgelaufen. Ich werde das für euch schneiden, damit ihr die spannenden Momente drin habt. Und ja, vielleicht level ich dann mal langsam nach oben. Und dann können wir mal spannendere Sachen machen. Boom, stell weg, ja. Coole Sache. Also, bis denn dann und tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.